Frust an der Tankstelle. Ich gebe die Hälfte von meinem Gehalt monatlich für Sprit aus. Diese Spritpreise, da kriegen wir, ne? Gänsehaut. Ich habe jetzt mein Auto sogar deswegen abgemeldet. Die Stimmung der Autofahrer? Beschissen. Ist schon hart. Sehr, sehr schwer. Wer profitiert davon? Die Mineralölkonzerne, die verdienen sich im Augenblick eine goldene Nase. Und wer aufs Auto angewiesen ist, gerät unter Druck. Muss man sich irgendwann sogar krank melden, weil man nicht mehr weiß, dass man noch zur Arbeit kommt. Mehr als 2500 Kommentare gab es unter unserem Facebook-Post über die aktuellen Spritpreise. Viele Menschen berichten uns, wie sehr sie die derzeitige Situation belastet. Ich bin 25 und auszubildende Fahrlehrerin. Und da ich jeden Tag 250 Kilometer pendeln muss, trifft mich das mit den Spritpreisen zurzeit schon ziemlich hart. Ich bin Mutter von zwei Kindern, fahre einen Weg zur Arbeit, 62 Kilometer, habe keine Möglichkeit, auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen. Mittlerweile ist ein Drittel des Gehalts weg. Ich fahre 45 Kilometer zur Arbeit, das sind 90 Kilometer jeden Tag. Die Hälfte meiner Ausbildungsvergütung geht nur dafür weg, zur Arbeit zu fahren. Deswegen bin ich leider gezwungen, mir jetzt einen anderen Ausbildungsplatz zu suchen. Auch Pascal Wittmund ist Pendler und lebt auf dem Land. Sein Fahrtweg zur Arbeit und zurück beträgt täglich 70 Kilometer. Ihm machen die Spritpreise sehr zu schaffen. Also die Entwicklung ist so, dass man durch die Spritpreise Existenzängste bekommt. Weil man Ende des Monats nicht mehr weiß, komme ich überhaupt noch zur Arbeit? Oder habe ich noch was zu essen im Kühlschrank? Der 31-Jährige arbeitet als Krankenpfleger in einer psychiatrischen Klinik und verdient 2200 Euro netto. In der Pflege ist man kein Großverdiener und ich habe um und bei zwischen 400 und 500 Euro monatlich an Spritkosten. Auf lange Sicht könne er das nicht durchhalten. Man weiß ja nicht, wie es hingeht. Muss man sich irgendwann sogar krank melden, weil man nicht mehr weiß, dass man noch zur Arbeit kommt. Was absolut beschämend ist. Vergangenen Sonntag begleiten wir Pascal Wittmund auf seinem Weg zum Spätdienst. Er muss 35 Kilometer von seinem Wohnort Grünwohld bei Hamburg zu seiner Arbeit nach Bargfeld-Stegen fahren. Die Anbindung der öffentlichen Verkehrsmittel ist hier schlecht für jemanden, der morgens um 6 Dienstbeginn hat oder bis abends um 21 Uhr arbeiten muss. Entweder komme ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weder zur Arbeit, noch würde ich abends wieder nach Hause kommen. Bei der Auswahl seines neuen Autos hat Pascal Wittmund extra auf wenig Verbrauch geachtet und sich für einen Diesel entschieden. Auf seinem Arbeitsweg gibt es nur eine Tankstelle. Doch die will er jetzt zur Mittagszeit noch nicht anfahren. Ich habe die Erfahrung gemacht, abends zu tanken. Da ist es tatsächlich immer ein paar Cent günstiger. Jetzt liegt der Spritpreis gerade bei 2,29 Euro. Erfahrungsgemäß liegt er dann heute Abend bei 2,17 Euro um und bei, schätze ich mal. Wie setzt sich der Spritpreis überhaupt zusammen? Bei einem Dieselpreis von 2,15 Euro werden 47 Cent Energiesteuer fällig. 34,3 Cent entfallen auf die Mehrwertsteuer und 1,33 Euro gehen an die Mineralölkonzerne. Diese bezahlen davon das Rohöl, die Verarbeitung, die Transportkosten und die CO2-Abgabe. Der Rest ist ihr Gewinn. Die Mineralölkonzerne, die verdienen sich im Augenblick eine goldene Nase. Weil wenn man sich anschaut, wie viel das Rohöl teurer geworden ist und wie viel das Benzin teurer geworden ist, dann kann man, oder Diesel kann man sagen, in den Kriegstagen, in den ersten, war das Rohöl 10 Cent teurer und der Diesel um 60 Cent teurer. Das hat nichts mit Rohölpreisen zu tun, sondern mit Abzocke, nichts anderes. Vergangene Woche hat die Bundesregierung ein Entlastungspaket für alle Bürger beschlossen. Durch Steuersenkungen soll der Benzinpreis um 35 Cent sinken, der Dieselpreis um 17 Cent. Jeder Erwerbstätige soll einmalig mit dem Gehalt 300 Euro bekommen, allerdings brutto. Zusätzlich sollen Monatstickets für den ÖPNV nur 9 Euro kosten. Bis die Maßnahmen greifen, wird es aber mindestens bis zum 1. Juni dauern. Wir treffen Jelena Kehr und ihre Schwester Selvi. Gerade haben sie Feierabend gemacht. Die beiden arbeiten als Altenpflegerinnen und müssen täglich pendeln. Dafür bilden sie eine Fahrgemeinschaft. Vom Seniorenheim nach Hause sind es 22 Kilometer. Ich habe diesen Monat schon 200 Euro extra nur fürs Tanken bezahlt, ne? Und das ist schon gutes Geld. Wir gehen Vollzeit arbeiten. Wir lieben unseren Job und
wissen ja auch nicht weiter und eventuell müssen wir den bald aufgeben aufgrund den Spritpreisen, weil so viel verdienen wir auch nicht. Auf dem Heimweg noch ein kurzer Zwischenstopp. So, dann fahren wir jetzt mal tanken. Oh, kostet heute 2,09 Euro. Ist ja quasi günstig. Jelena Kerr muss Superbenzin tanken. Heute kostet die volle Tankladung 80 Euro. Hier sieht man auch, mein Auto war vielleicht für 60 Euro voll. Ne? Und jetzt schon 80 Euro ist schon. Vor einem Jahr hat der Liter Super im Durchschnitt nur 1,51 Euro gekostet. Im März 2022 sind es 2,13 Euro. Eine Preissteigerung um 41,1%. Um 21 Uhr hat Pascal Wittmund Feierabend. Auch er muss jetzt tanken fahren und das Warten hat sich gelohnt. Ja, heute Morgen waren es 2,29 Euro. Jetzt ist es 2,12 Euro. Knapp 46 Liter Diesel tankt der Krankenpfleger an diesem Abend. Das kostet 97,70 Euro. Es tut weh. Es tut echt weh. Gerade wenn man das 5-6 Mal im Monat machen muss für den Preis. Vor einem Jahr hätte er dafür rund 36 Euro weniger bezahlt. Denn im März 2021 hat der Diesel im Durchschnitt nur 1,33 Euro pro Liter gekostet. Im März 2022 sind es im Schnitt 2,14 Euro. Eine Preissteigerung um 60,9%.